Hallöchen, ihr wunderbaren Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Arx Island. Ich grüße euch, Leute, ich war zwischenzeitlich sehr fleißig gewesen, habe hier einiges vorbereitet, das werde ich euch auch gleich zeigen. Wir haben zwar noch einen Arsch voll Arbeit, ja, aber Leute, jetzt gehen wir erstmal in die Folge. Denn tatsächlich bin ich hergegangen und habe mal hier die Babys aufgezogen. Aha, ich habe jetzt genügend Babys, Leute. So, passt mal auf. Das war hier, Bosstiere, genau. So, ich habe nämlich ganz viele Rexe, Leute, und die will ich euch jetzt nämlich mal zeigen. Die sind alle ausgewachsen, aha. So, und zwar gehen wir nämlich jetzt her und werden die nämlich mal hier so hinstellen, ne? So, pass mal auf hier. Lob. Oh, ganz viele Rexe, Leute. Ganz viele Rexe hier, holy shit, ey. Das sind sehr gute Tiere, Leute. Sehr, sehr gute Tiere. Also wie gesagt, die sind nur so quasi vermehrt. Die sind nicht gezüchtet, Leute. Würde ich mich züchten, das würde jetzt ewig lange dauern. Das würde jetzt wirklich ewig lange dauern, bis ich hier dann mal eine Zuchtlinie durch hätte. Und deswegen seid mir da nicht böse. Ja, seid mir da bitte nicht böse. Wenn ich mir die Arbeit jetzt gerade nicht mache. Aber hier, guck mal. Verdammt viele Tech-Rexe, Leute. Verdammt viele. Holy shit. Und einer schöner als der andere. Holy moly. So. Und das nimmt einfach kein Ende hier. Guck mal. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also es müssten auf jeden Fall 20 Stück sein. So, das war's gewesen, Leute. Hier, guck mal. Oh, eine Tech-Rex-Armee. Yay, läuft. Ich habe aber nicht vor, alle mitzunehmen. Tatsächlich, dadurch, dass die Rexe nämlich sehr, sehr viel Platz brauchen, habe ich Folgendes vor. Ich habe vor, mir 5 Rexe mitzunehmen, ja, und das zu kombinieren mit anderen Tieren tatsächlich. Das heißt, ich habe nämlich Folgendes vor. Ich mache nämlich eine bunte Mischung, damit das nämlich gut zusammenpasst. Und zwar mache ich nämlich 5 Rexe, 5 Allosaurusse und 5 Terizinosaurusse. Und dann haben wir nämlich ein paar richtig geile Tiere am Start, Leute. So, Terizinosaurus muss ich mir halt noch suchen, das ist egal. Aber Leute, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt muss ich erstmal hier raussuchen, welche Tierchen ich mir mitnehme. So, warte mal. Also, hier haben wir einen 805, den nehme ich mit. 830 nehme ich mit. 802 nehme ich mit. 805. 803. So, das müssten jetzt 5 sein, ne? Da haben wir schon mal 5. Weil ich habe tatsächlich jetzt die mitgenommen, die über Level 800 sind, nämlich. So, ich habe zwar hier auch nochmal 823, aber Leute, das ist egal. Das spielt keine Rolle. So, weil diese Tech-Rexe, die stelle ich nämlich jetzt hier hin. Ja, die kriegen nämlich dann einen wunderbaren Sattel verpasst und die sind nämlich dann schon ready to go. Die werden dann nur noch passend gelevelt, ja. Und dann habe ich nämlich hier schon mal die Tech-Rexe für Boss. Für Boss. So, und sollte nämlich irgendwas schief gehen oder so und sollte mir irgendein Tech-Rex sterben, guck mal, habe ich genug auf Vorrat. So, und ihr kommt wieder auf Lager. Ach Leute, die Dino Storage V2, die sind eine richtig geile Motto. So, guck mal, da ist ein Ei. Dankeschön. Hier, danke. Flop. Ach, das war lecker. So, okay, Leute. Jetzt passt mal auf. Jetzt tue ich nämlich die hier wieder zurück. So, hier, Bosstiere. Da, 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 da. So. Und zwar habe ich eventuell vor. Warte mal, warte mal. Ich habe jetzt hier den Allosaurus. Welcher war denn das gewesen, Leute? Welcher war das gewesen? Das war ein 637er. Also, er war nicht besonders hoch gewesen. Ich müsste halt sehen, dass ich mal ein Max-Level finde. Okay, müssten wir halt gucken, ne? Da müssten wir halt gucken. Okay, Folgendes, was ich jetzt aber erstmal mache. Ich mache jetzt erstmal einen Rex-Sattel fertig. Ja. So, mache ich mir einen Blueprint raus und dann mache ich mich erstmal 5 Rex-Sättel, damit die hier schon mal ready to go sind. Ich habe auch schon Tränke vorbereitet, damit ich nämlich auch schon gleich passend leveln kann. So. Okay, das heißt, warte mal, erstmal einen Rex-Sattel. Den machen wir hier an der Werkbank. So. Okay, ich hatte, glaube ich, noch keinen Rex-Sattel, ne? Einen Rex-Sattel hatte ich noch gar nicht. Okay, den stellen wir jetzt erstmal her. Dankeschön. So, da brauche ich mir viel Metall, Leute. Das macht aber nichts. Das ist egal. Ich sollte noch genug Zeug auf Lager haben, dass ich diese Sattelreihe auf jeden Fall noch durchkriege. So, okay, zack. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Attempt Upgrade. So, schauen wir mal. Wenn wir Glück haben... okay, weiter. Will das nicht. Okay, alles klar. Das heißt, da sind wir fertig. Ja. So. Okay, dann versuchen wir hier noch weiter hochzukommen.
Mal gucken, wie viel er uns hier noch gönnt. So. Okay, der hier gönnt er uns auch bis 325. Ne? Mehr macht er nicht. Ganz genau. So. Jetzt kann ich mir einen Blueprint draus machen. Warte. So. Create Blueprint. Dankeschön. Das ist cool. Vielen, vielen Dank. So. Ich weiß allerdings nicht, wenn ich jetzt mal den Effekt anwenden würde, dass ich würde das gerne mal testen, ob das funktioniert. Ich würde mal gerne testen, ob das funktioniert. Warte mal. Warte mal. Vielleicht habe ich hier noch... Habe ich noch eine Suppe auf Lager? Nee, eine Suppe habe ich nicht mehr auf Lager. Warte mal. Kann ich hier ein Fossal Chili herstellen? Kann ich ein Fossal Chili herstellen? Warte mal. Kann Fossal Chili herstellen. Wäre halt jetzt cool, wenn ich jetzt halt ein paar Sachen auf Dings hätte. Auf Dings, ne? Warte mal, ich guck mal, ob das auch so funktioniert, wenn ich mir jetzt einen Sattel so mache. Oh, warte, baue ich den Sattel hin? Ach so, den habe ich im Inventar, sorry. So, den hier rüber. So, fünfmal herstellen. Zack. Kommt da vielleicht noch was Höheres raus dabei? Das wäre halt cool. Das wäre richtig geil, wenn da noch was Höheres rauskommen würde vom Sattel her. Oh, oh, oh. Nee, was Höheres kommt da leider nicht raus. Egal. Okay, ich lass mal schnell durchlaufen. Also doch, Leute, einer ist tatsächlich etwas höher. Der ist bei 327 jetzt. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich noch bessere Sättel herstellen. Aber ich verzichte gerade erstmal drauf. Weil jetzt will ich erstmal sehen, dass hier die Tech-Rexe fertig sind. So, Moment, warte. Das heißt, ich gehe mich jetzt her. Jetzt bekommt ihr erstmal alle euren Sattel. Ja. Damit das nämlich schon mal erledigt ist. So. So, damit seid ihr nämlich schon mal, was das betrifft, nämlich dann schon mal ready. So, warte. So. Und dann hole ich mich jetzt erstmal die Potions. Ja, und dann werde ich die nämlich schon mal leveln. Dann sind die nämlich schon mal ready für den Bossfight, ne? Für den Mega Pittikus. Die brauche ich mich dann auch schon mal für den Mega Pittikus. Und wenn diese Rexe überleben, Leute, dann nehme ich die auch dann mit zum Drachen. Ja, also diese Rexe sind dann schon für den Mega Pittikus und für den Drachen. So, okay, was brauche ich aber jetzt? Na, warte mal, was war das gewesen? Ach, die Potions wollte ich mitnehmen. Die Level Potions. Da habe ich mich hier schon welche vorbereitet. Welche waren das jetzt gewesen? Waren das die hier? Dino Level Potion, ganz genau. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. So. Dann passen wir auf jetzt hier. Jetzt geht's rund. So, okay. Einen machen wir jetzt zusammen. Ja, und die anderen mache ich dann so, weil es dauert nämlich echt zu lange, Leute. Ich hasse meine Box. Ah, ich liebe diese Box und ich hasse diese Box. Eieiei. Stop Pull from Dino. Mann. So, gib das Ding wieder her. Sag mal, was ist los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Eieiei. So. Okay, erstmal hier wieder drauf. Das hier rüber. Zack, zack. So, und dann haben wir nämlich die vollen 480 Level. So, okay. Ach, Leute, dann legen wir mal los. So, oder warte mal, ich level den mal gerade hier zurecht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann mache ich noch die anderen und dann haben wir das schick. So, Leute, den ersten habe ich zusammengelevelt. Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken, was er drauf hat. Ich will euch das mal kurz zeigen. Also er hat jetzt 1 Million Leben, ja. Und glaubt mir, bei den Bossen, die ich hier mache, der wird trotzdem ordentlich runtergekloppt werden. Dann haben wir 10.000 Ausdauer, 25.000 auf Gewicht. Wir haben 12.000 auf Nahkampfschaden. Ich habe ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit gelevelt, damit er nicht ganz so langsam ist, der Kollege. Ja. So, jetzt müssen wir nur mal was finden, was wir hier platt machen können. So. Das heißt, der ist jetzt voll gelevelt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was der an Schaden macht. Das wäre jetzt noch interessant. Das heißt, wir bräuchten mal hier kurz ein Tier, damit wir gucken, was der macht, wenn er zubeißt. So, pass mal auf hier. Flupp. Uiuiuiui, Leute, der macht über 11.000 Schaden. Holy shit. Na gut, beim anderen Tier, beim Boss, wird er jetzt nicht 11.000 Schaden machen. Da macht er natürlich weniger Schaden. Oder hier, guckt, er macht natürlich unterschiedlich Schaden, ja. Er macht unterschiedlich Schaden. Muss man halt gucken, wie viel das nämlich dann beim Boss halt sein wird, ja. Aber durch den Sattel und durch das Leben würde er auf jeden Fall gut was wegstecken können. Das heißt, es müsste eigentlich gut funktionieren. Okay, jetzt mache ich erstmal die anderen Rexe. Ja, und dann machen wir uns nämlich auf die Suche nach nämlich Allosaurusen und Terizinosaurusen. Und ich hoffe, dass wir da ein paar Max-Level finden. So, das heißt, dieser Rex hier ist schon mal ready to go. Das heißt, ich mache noch schnell die anderen und dann machen wir Ausflug, Leute. Aha!
Das wird. So, Leute, jetzt tun mir wieder die Finger weh. Jetzt so viel gelevelt. Hi, die Witzka. So, auf jeden Fall, die hier sind ready to go. Die sind alle gelevelt, die sind alle bereit. So, das heißt, ich kann mich nämlich jetzt rüsten und dann geht's nämlich los. Jetzt suchen wir nämlich Allosaurusse und dann suchen wir auch noch Terizinos. Ja, also die beiden suchen wir auf jeden Fall jetzt. So, und zwar, was ich nämlich jetzt machen werde, damit die Sache ein bisschen schneller geht, ich werde nämlich dann jetzt auch mein Instant-Tame-Trank mitnehmen. Der sorgt mich dafür, dass der Hungerbalken leer ist und das sind mich dann sofort fressen. Aha. Ah, und ich sehe auch gerade, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich vielleicht noch mal ein paar Darts mitnehmen würde. Hm, das wäre eine coole Idee, eigentlich. So, was brauche ich dann nochmal für die hier? Für die brauche ich auf jeden Fall einfache Gewehrmunition, das ist kein Problem. Metallbahn ist auch kein Problem. Ich brauche die eher Narcotic Purple, brauche ich. So, das heißt, ich brauche die hier. Ich brauche nochmal Narkobären. Narkobären, Narkobären. Ich brauche viele Narkobären. Und ich habe nicht viel da. Das finde ich einfach wunderbar. Eieieiei. Na, mal gucken, wie viel wir hinkriegen, ne? Na, schauen wir einfach mal. So, ich schmeiße jetzt hier rein. Zack, zack. Mal gucken. Ah, viele werden es nicht. Aber egal. Egal. Ha, die Hauptsache ist doch, dass wir dann nochmal ein paar mitnehmen können, ne? Weil, wie gesagt, ich brauche jeweils am besten, also the best way wäre jetzt, wenn ich auf jeden Fall immer jeweils ein Männchen und ein Weibchen finde, womit ich auch wieder diesen Vermehrungsprozess machen kann, damit das nämlich dann anständig läuft. So, okay, jetzt schauen wir mal hier, Trunk Dart, jetzt müssen wir mal gucken, Metallbahn, wie viele kann ich dann machen? Ich probiere es mal mit 10 Stück. Flop. Wie viel kann ich machen? Naja, nicht viel, nicht viel. Aber hier immerhin, hier Leute, immerhin. Wenn ich vielleicht immer nur 2 Schuss brauche, ja, das könnte hinhauen. So, okidoki. Dann die Flinte einmal durchladen, bitte. Einmal bitte den Dart rein. Dankeschön. Und drinne ist er, jawohl. So, okay, wo ist Vögelchen? Vögelchen, da ist Vögelchen. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir her und jetzt suchen wir erstmal, Leute. Jetzt wird erstmal hier gesucht, ja. Können wir nämlich gleich hier an der Seite nämlich anfangen. Können wir nämlich gucken, was hier eventuell nämlich dann auch rummacht. Im Bereich vom Redwood. Holy moly. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Was Schönes. Also um den Vulkan rum werde ich mir nach Allosaurusen gucken. Ja, muss ich dann gucken, was ich da finde. Aber jetzt hier speziell, muss ich halt mal gucken. Terizinosaurus und so. Ja, wird wahrscheinlich wieder schön werden. Ne? Hier habe ich zum Beispiel jetzt einen Terizinosaurus mit Level 435. Der ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, ich wurde ja auch mal gefragt gehabt, wie es sein kann, dass ich immer so hohe Level habe. Leute, ich verwende hier lokal eine Mod, ja, die erzeugt Level, Max Level 480. Ja, das heißt, ich habe hier immer sehr, sehr schöne hohe Level. Ja, deswegen nicht wundern. Ja, aber das Problem ist, ab einer bestimmten Levelanzahl zeigt er mir immer an Max Level. Eieieiei, ich weiß nicht, woran das liegt. Sorry, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. So. Mein lieber Terizinosaurus, du wirst doch bestimmt mir gehören, oder? Du wirst doch bestimmt mir gehören. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ja, ich brauche den hier. Warte mal. Plopp. Lalalalala. Ach, der liegt schon mit einem Schuss, Leute. Holy moly. Okay, alles klar. Warte mal, dann hauen wir mal hier so einen Trank rein. Flupp, guck, da hat nämlich jetzt richtig schön Hunger, ja. So, und dann brauchen wir nämlich 2 Kippel. Da, da, da. So, und er gehört uns. Ha, seht ihr, wie schnell das geht? Das geht hier ratzfatz, Leute. Ratzfatz geht das. So, okay, warte mal, jetzt gucken wir mal kurz nach dem Level. Also, was hat er gekriegt? 106 auf Schaden. Das sieht doch schon mal gut aus. 106 auf Schaden, ja. Aber leider nur 74 hat er auf Leben. Das heißt, er ist leider nicht so gut gerollt. Aber egal. Das ist egal. Ich nehme trotzdem mit, Leute. Ich werde ihn trotzdem lieb haben. Und es ist ein Männchen. Ja, es ist ein Männchen. Das heißt, wir brauchen dann noch ein Weibchen. Ja. Wir brauchen dann noch ein Weibchen. So. Das heißt, wir gucken mal weiter. Leute, Max Level. Max Level. Hier. Und der ist arschig auf mich. Ist sogar eine Sie, Leute. Es ist eine Sie. Es ist eine Sie. Das ist cool. Das ist richtig cool. Aber warum bist du arschig auf mich? Was habe ich dir getan? Ich habe dir doch gar nichts getan. Ha? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht. Habe ich irgendwas Schlimmes angestellt? Ha? Habe ich irgendwas Schlimmes angestellt? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja? Das wäre mir jetzt gar nicht bekannt. Sag mal. Aber egal. Komm mal her. Und liegt. Was ist denn los hier? Sag mal. Was stimmt nicht mit euch?
Oh. liegt in der Wand. Hoffentlich komme ich jetzt dran. Hallo? Okay, alles klar. Das scheint zu funktionieren. So, okay. Dann gebe ich dir mal das hier. Ja. So, eins, zwei. Brauchst du nur zwei? Du brauchst auch nur zwei. Okay, alles klar. Sehr schön. Ha. Okay. Ah, Gott sei Dank. Jetzt habe ich schon gedacht gehabt, ich müsste da an die Wand reinklettern. So. Ha. Okay, Mission abgeschlossen, Leute. Mission abgeschlossen. Mama, das heißt, ich habe jetzt männlich, weiblich. Leute. Traumhafte Zeiten, sage ich euch. Traumhafte Zeiten. Leute, hier habe ich ein paar Allosaurus gefunden. Hier ist ein Level 35. Da haben wir ein Level 170. Aber ich glaube, der hier unten, der war cool gewesen. Das hier ist ein 465er. Haha. Den nehme ich mir mit. Tata. Lalalalalala. Ey, hau mal ab hier. Okay, warte mal, ich mach mal den da oben platt. Wo bist du hin? Ach, der ist schon platt. Okay, alles klar. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön für die Mithilfe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das finde ich sehr freundlich. Finde ich sehr, sehr freundlich. Ist da ein Allosaurus-Gehirn drin? Ist da ein Allosaurus? Da ist ein Allosaurus-Gehirn drin. Hier, die brauchen wir noch. So, okay. Wie sieht's hier aus? Was bist du für einer? Das ist der 465er. Den will ich haben, Leute. Den will ich haben. Pass mal auf, hier. Du kommst hier nicht hoch. Du warst der andere, ne? Das ist der 170er. So, der ist hin. Der ist hin. So, mal gucken. Mal gucken. Krieg ich dich jetzt? Krieg ich dich? Oh, krieg ich dich? Da. Komm mal her. Ey, wo willst du hin? Bleib da. Oh, bist du doof, ey. Oh, bist du aber doof, ey. Das kannst du dir ja nicht ausdenken, ey. Nein, hau nicht ab. Wo willst du hin? Ich hab dich doch lieb. Mein Gott, bist du doof. Meine Fresse, ey. Bist du doof. Habe ich Harpunenschleuder dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Ich habe keine. Ich habe keine dabei. Ey! Was ist los mit dir? Oh, scheiße. Das sind Agentabisse. Das sind Agentabisse. Oh, holy shit. Oh, holy. Ich brauche mal schnell meinen Vogel hier. Warte mal. Ich zähm dich mal schnell, ja? Warte. Das machen wir ganz schnell. Das machen wir ganz schnell. Ein Kippel rein. Okay, alles klar. Ein Kippel rein. Komm, ganz schnell. Dankeschön. So. Okay. Cool, dass wir das gemacht haben. Oh, holy, holy, holy. So. Du warst männlich gewesen. Alles Klärchen. So. Jetzt brauche ich erstmal mein Vögelchen hier. Ja? Weil sonst geht das mich alles schief hier, was ich vorhabe. Vogel, dankeschön. So, okay. Holy moly. Weil nicht, dass hier was schief geht, ne? Wollen wir nicht. Hallo, na? So, haben wir nochmal ein paar Agentabelskrollen. So, okay, wollen wir mal schnell aussortieren, Leute. So, raus, 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 raus. Okay, okay, das hier raus, das hier raus. Wir wollen ja nicht so viel wieder einen Vogel drin haben, ne? Hier, das kann auch raus. Dankeschön. So, Leute, auf der Suche nach den nächsten Allosaurus. Hier sind auch wieder welche, aber die hängen erstens mal alle zusammen. Ja, und die haben alle einen scheiß Level. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist so traurig, ist das. So traurig. Aber kann man nicht ändern, Leute. Ist halt so, ne? So. Oh, das hier nehme ich mit für den Grinder. Dankeschön. So. Okay, Vögelchen, das heißt, du hast jetzt auch nochmal... Ja, sehr schön. Hier, alles ins Vögelchen rein. Dankeschön. So, okay. Hier, guck mal, wieder vier Allosaurus-Gehirne. Ja, es lübt. Es lübt. So. Okay, wir suchen weiter. Hier gibt es bestimmt noch ein paar mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. So, hier haben wir nochmal einen 125er. Da ist ein 300er. Und hier, Leute, guck mal da. Ein Max-Level. Yay. Läuft. Es läuft wieder. Es läuft wieder. Ey, so nicht, mein Freund, ja? So nicht. So machen wir das nicht, ja? Okay, warte mal. Da muss ich geschickt rangehen. Da muss ich ganz geschickt rangehen. So, pass mal auf. Ah, hier, guck mal. Der kommt extra nach hier oben für mich. Du kommst extra nach hier oben für mich. Das finde ich aber nett, ja. Nein, 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 bitte kein Aua machen. Ich will dem doch kein Aua machen, den 480er. Welcher ist jetzt welcher? Der helle ist der 480er. Okay, alles klar. Weil den hier müssen wir platt machen, Leute. Den will ich nicht. Den will ich nicht. Ach, Banden, warum seid ihr so doof?
Da ist der 300er. Okay. Müsst ihr immer zusammen hier rumhängen? Seid ihr bescheuert oder was? Aber der ist gleich hin, Leute. Ja, jetzt ist er hin. Jetzt ist er hin. So. Alles klärchen. Jetzt kann ich mir den anderen holen. So. Kommst du hier hoch? Kommst du hier hoch? Du kommst nicht hier hoch, oder? So, pass mal auf hier. Ich brenne dir jetzt mal eine drauf. Ja. Ich brenne dir mal da eine drauf. Warum seid ihr so doof, hä? Warum seid ihr so doof? Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Halt still jetzt! Mann! Heiligsblechle. So. Das hier rein. Blub. Alles klärchen. Das hier rein. Reicht das? Das reicht. Jawohl. Ha, Leute. Perfekt. Oh, jetzt habe ich schon Angst bekommen, Leute, dass er in den Boden backt. Das wäre jetzt scheiße gewesen, ne? Guck mal, da hängt der Dart noch in der Luft. Recycling. Hallo, ich will ihn wieder mitnehmen. Nein? Okay. Schade. Schade, wäre schön gewesen. Recycling, Leute. So, einmal Vögelchen hierher. Dankeschön. So, Leute, war das doch mal jetzt hier ein lukrativer Einkauf hier. Was sagt ihr jetzt? So, kann ich mich gleich die Vermehrung starten? Yay. Ach, herrlich. Mal gucken, ob ich jetzt alles zusammen habe, was ich brauche. So. Okay. Habe ich denn alles, was ich jetzt brauche? Huh, hier, guck mal, jeweils ein Pärchen. Yay. Geil. So, das heißt, die Territinos, die stelle ich jetzt mal hier hin. Ja. So. Dahinter stelle ich dann auch gleich hier die Alos. Pass auf, dahin. Und dahin. Lop. So. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich erstmal auf Passiv stellen, Leute. Die müssen erstmal alle auf Passiv sein. Warte mal, Verhalten. Passiv. So, dann nochmal Verhalten. Paarung aktivieren. Dann das hier. Verhalten. Passiv. Verhalten. Paarung aktivieren. So, dann hier. Verhalten. Passiv. Ah, Verhalten. Paarung aktivieren. Und bei dir auch nochmal. Verhalten. Passiv. Und nochmal verhalten. Und Paarung aktivieren. So, läuft. Ha, es lübt. Es lübt, lübt. So, okay. Du bist noch angeschaltet. Du hast noch Souls drinne. Das lübt. Hier, guck mal, ich habe ja noch haufenweise Rex-Eier. Holy shit. Holy moly. Okay, ich gehe jetzt her. Die ganzen Rex-Eier nehme ich nämlich jetzt hier raus. Die lege ich mir mal auf Vorrat. So, pass mal auf. Die tun wir in den Kühlschrank. Die tun wir jetzt in den Kühlschrank rein. Da passiert denen nichts. Falls ich mich dann halt dann doch nochmal Nachschub brauche an Rexen, Leute, dann habe ich hier genug. Ja, also, hier, wisst ihr Bescheid. Guck mal. Haha. Läuft. So, okidoki. Ha, Leute. Ja, das wird jetzt dauern, ne? Das wird aber jetzt mal richtig dauern. Leute, ich habe gerade gesehen, ich habe hier noch ein Rex-Baby drin. Ein Tech-Rex-Baby ist hier noch drin. Haha, brauche ich aber jetzt nicht. Kann ich erstmal da drin lassen, das ist nicht schlimm. So, jetzt habe ich hier die ersten Eier am Start. Ja, die lasse ich schon mal ausploppen. So, pass mal auf. Das hier hin. Flop. Und das hier hin. Flop. So, seht ihr? Da habe ich nämlich hier gleich die Babys am Start. Nö, 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 nö. Sehr schön. So, dann kann ich die nämlich schon mal rüberstellen zur Nanny. Ja, dann werden die schon mal großgezogen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was die gefressen haben. Die Territinos. Was fresst ihr denn gerne? Das ist immer die große Frage, ne? Das ist jetzt die große Frage. Aber ich kann die trotzdem mal hier hinschmeißen. Guck mal hier. So, einmal du und einmal du. Ach, guck mal, wie knuffig die aussehen, wenn sie noch klein sind. Oh. Egal, 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 egal. So, okay. Ich tue trotzdem mal vorsichtshalber noch was in die Nanny rein. Warte mal. Ich nehme mal hier ein paar Mechu Berries raus. Stapel nehmen. Dankeschön. So, das schmeißen wir mal hier mit in die Nanny rein. Nanny, da bitteschön. So, in der Hoffnung. Ah, hier, guck mal. Verteidigung funktioniert. Ich komme nichts in die Nähe meiner Base. So, okay. Ah, das sieht doch herrlich aus, Leute. Das sieht doch herrlich aus. Ha? So, okay, dann kann ich ja hier gleich weitermachen. Leute, jetzt habe ich hier schon die zweite Runde stehen. Und die sind schon wieder bei der Paarung. Also es läuft, ja. Also ich muss mir keine Sorgen machen. Es geht, es läuft.
Ach, herrlich. Das heißt, ich habe ganz schnell meine Tierchen zusammen und eventuell können wir nämlich dann schon in der nächsten Folge nämlich den Megapithecus machen. Ich freue mich drauf. Leute, aber ich werde es jetzt tatsächlich dann so machen, dass ich nämlich dann hier einfach mal weitermache, ja, und sehe, dass ich die Tiere fertig bekomme, weil dann können wir nämlich, wie gesagt, in der nächsten Folge nämlich die Vorbereitungen machen und vielleicht starten wir dann auch schon in der nächsten Folge in die Bossfights. Werden wir auf jeden Fall mal schauen. Leute, jetzt seht ihr auf jeden Fall an der Seite nochmal zwei wunderbare Videos plus eine Playlist und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Schaut auch mal gerne in meinem Livestream vorbei auf Twitch. Und Leute, jetzt wünsche ich euch einen traumhaften Tag und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.